Willkommen zu einem weiteren TechView Vlog oder TechView Podcast. Nun ja, eine kleine Review zur Huawei P30 Kamera, also mein Kamera-Review Part 1, denn es gibt mehrere Teile davon. Und das ist der allererste Teil, den ich jetzt auch tatsächlich mit dem Huawei P30 aufnehme. Das heißt, ihr seht jetzt hier gerade mich mit dem P30 und auch das Audio kommt vom P30. Ich kann mich mal so ein bisschen bewegen und auch die Sonne oder den hellen Hintergrund im Hintergrund halt haben und dann sieht man mal, ob mein Gesicht dann auch schön im Fokus ist und ob es dann auch tatsächlich gut ausgeleuchtet ist. Das Ganze wird mit der hinteren Kamera aufgenommen, die hat eine Bildstabilisierung mit eingebaut und so sieht das Ganze aus, wenn ich das etwas näher halte, so Vlogging-Style-mäßig, kann ich durch die Spiegelung in der hinteren Glasoberfläche noch mein Gesicht so ein bisschen sehen. Aber ich glaube, ich müsste ein bisschen weiter weggehen, damit das Ganze dann auch vernünftig aussieht. Ja, was ist das Besondere am Huawei P30? Jetzt, wo ihr dann dieses Sample gesehen habt, pausiere ich das Ganze mal und sage euch so ein bisschen, was das Besondere am P30 ist, nämlich die Kamera. Das Kamera-Setup ist nämlich ein ganz, ganz besonderes, wenn ich es hier aus der Verpackung rausbekomme, denn wir sehen hier, haben wir ein Triple Setup, also eine Triple Kamera, die eingebaut ist und das ist schon mal ja was ganz, ganz Besonderes und diese Triple Kamera bietet einige Möglichkeiten, die es einem ermöglichen, mit dem Gerät tatsächlich auch eine ja, Spiegelreflexkamera eventuell zu Hause zu lassen oder eine Systemkamera, denn es gibt neben einer normalwinkligen Weitwinkel gibt es auch noch eine super Weitwinkelkamera oder einen super Weitwinkelsensor und eben einen dreifachen Zoom-Sensor. Das heißt, im Grunde genommen habt ihr all das, was so eine normale Systemkamera, wenn ihr die so kauft, dann auch bietet mit ihrem Kit-Objektiv hier bereits schon mit drin. Also einen super Weitwinkel, einen normalen Weitwinkel und eben einen Telebereich, hier in dem Fall dreifacher Zoom. Der mithilfe von Software und der großen 40-Megapixel-Sensor dann sogar in einer Art Hybrid-Zoom, sogar fünffachen Zoom ermöglicht, der ja, so gut wie verlustfrei ist. Der wird dann also nicht optisch gemacht, sondern der wird per Software berechnet. Eben aus diesem riesengroßen 40-Megapixel-Sensor wird hineingecroppt und mithilfe der Information des dreifachen Zooms, die noch dazugekommen sind, wird halt eben dann noch weiter hineingekroppt und dann ein Fünffach-Hybrid-Zoom geschaffen. Der funktioniert relativ gut, das werden wir auch gleich mal in den Bildern noch sehen. Ansonsten, was gibt es noch für eine Besonderheit an dieser Kamera? Ich werde die Specs mal ein bisschen was einblenden, dann könnt ihr euch nochmal sehen, wie die drei Sensoren denn so funktionieren. Es gibt natürlich auch neben diesen Specs für die drei Kamerasensoren auch noch zwei Laser-Autofokus-Optionen, genauso wie eine Flash, also ein Blitz mit zwei Farben, die einem ermöglichen, dann auch bei Nacht eventuell mit Blitz Aufnahmen zu machen. Wobei das auch eine Besonderheit ist des Huawei P30, nicht nur des P30 Pros. Nachtaufnahmen gelingen damit wirklich relativ gut. Das liegt vor allen Dingen daran, dass man halt eben hier einen anderen Sensor, einen anderen Farbkalibrierung drüber laufen lassen, einen anderen Farbraster drüber laufen lassen. Normalerweise haben wir einen RGB-Sensor, also Rot-Grün-Blau-Sensor, der als Farbfilter über dem Sensor liegt. Und hier ist man darauf übergegangen, einen RJB-Sensor einzubauen, Rot, Gelb und Blau. Und das hat den großen Vorteil, dass man mithilfe des gelben Farblichtspektrums dann eben grün und ein bisschen was rötlich auch noch reinpacken kann oder orange auch noch reinpacken kann in dem Spektrum und dadurch etwas mehr Licht einfangen kann. Es gibt für die Leute, die sich dafür interessieren, auch einen Artikel, den werde ich hier auch verlinken, die sogenannten CYYB, glaube ich, Sensoren. Ich habe schon den Namen wieder vergessen, aber die funktionieren mit Cyan, Gelb, Schwarz, glaube ich. Wenn ich mich komplett irre. Auf jeden Fall, die sollen dann noch mehr, ne, Cyan Magenta, CMYK, ne, irgendwie sowas. Die sollen auf jeden Fall noch mehr Licht einfangen können. Bisher hat aber wenige Kamerahersteller haben sich gewagt, das zu
einzubauen als Sensor, weil es halt sehr, sehr kompliziert ist, dann ja, die ganzen Farben richtig hinzubekommen, das alles rauszurechnen und so weiter und so fort. Und Huawei hat sich jetzt auch mit Leica eventuell zusammengesetzt und gesagt, ja, wir versuchen es einfach mal, indem wir nur einen Farbfilter austauschen, also das G, das Grün, durch Gelb ersetzen, dadurch etwas mehr Licht reinbekommen, zumindest in der Theorie, reinbekommen können auf den Sensor und dadurch natürlich auch in dunklen Aufnahmen etwas mehr herausholen können. Das ist das eine. Das andere ist natürlich die Softwareberechnung an sich, die in diesem Telefon drinsteckt, denn es hat halt eben die Möglichkeit, mit dem Hilfe des Nachtmodus dann einfach eine Belichtungszeit von 5, 6, 7, 15 bis 15 Sekunden, glaube ich, hinzubekommen und dann irgendwie die Bilder so zu berechnen, dass die Bilder schön hell werden, aber durch auch den Verwacklungsschutz und so weiter und so fort, die dann auch schön scharf werden. Und das klappt in der Regel bei Nachtaufnahmen relativ gut. Und das werde ich euch natürlich auch zeigen bei dem Review der Bilder an sich. Also ganz anderes Kamera-Review als sonst, weil das Teil hat es auf jeden Fall verdient, weil das Teil hat in meinem Urlaub zumindest meine Systemkamera, meiner XT20 ablösen können für die meisten Aufnahmen, weil ich das Teil halt immer dabei hatte, musste nicht die XT20 rumschleppen, sondern einfach eben das Smartphone dabei hatte, den Zoom hatte und eben auch die Möglichkeit hatte, in der Nacht bei dunkleren Aufnahmen dann das zu erreichen, was ich erreichen wollte in Sachen Aufnahmen. Und dank der Software, die hier auch relativ gut funktioniert und einen Pro-Modus bietet, der mir auch eben das meiste ermöglicht, wie eben bei einer Systemkamera, gibt es da wirklich ja, relativ gute Aufnahmen, die man damit machen kann. Soll das heißen, ihr solltet jetzt alle eure Systemkameras wegwerfen und nur noch auf das Huawei P30 setzen? Nein, sondern es ist einfach nur eine sehr erstaunliche Geschichte, dass man mit so einem Smartphone mittlerweile so viel herausholen kann, wie mit Systemkameras, die man vor ein paar Jahren noch benutzt hat. Moderne Systemkameras stinken natürlich das hier gewaltig ab in Sachen Qualität, auch ganz einfach, weil man halt Objektive vorne drauf schrauben kann, die viel besser sind als diese kleinen Objektive hier und natürlich auch die Sensoren und die Sensorfläche relativ klein ist und die Physik kann man nicht austricksen. Aber mit Hilfe sehr, sehr vieler Softwareoptimierungen ist schon eine ganze Menge möglich und das ist das Erstaunliche am Huawei P30. Für die Leute, die sich interessieren, weshalb das P30 nicht das P30 Pro. Das P30 hat einen Klinkenanschluss und ich mag Musik hören und der funktioniert relativ gut, der Klinkenanschluss. Es ist handlicher und einfach viel günstiger als das P30 Pro zu dem Zeitpunkt, wo ich mir das geholt habe. Und ja, das also so die Hauptgründe. Aber wir schauen uns jetzt erstmal die Bilder an. Ich habe einen kleinen Rundgang gemacht durch Köln. Das ist der erste Teil des Bilder-Reviews, des Kamera-Reviews. Es wird dann noch einen zweiten Teil geben, wo ich dann Bilder zeigen werde aus meinem Urlaub. Denn ich habe mir das Heimatland von Huawei angeschaut, nämlich China so ein bisschen, und einige der Städte dort mir angeschaut und einige Bilder geschossen, wo man dann auch ein bisschen was mal einen Eindruck gewinnen kann, was den Zoom angeht und was vielleicht auch so Urlaubsaufnahmen angeht. Und ja, das also genug erst einmal zu diesem kleinen Intro zum Review des Huawei P30, dem Kamera-Review, das wie gesagt zweiteilig ist, einfach weil die Länge sonst zu groß ist. Also jetzt der erste Teil aufgenommen in Köln und dort mache ich mal so eine kleine, ja, Rundreise um die Brunnenwelt in Köln. Viel Spaß dabei. Begeben wir uns also auf eine kleine Rundreise durch Köln. Und natürlich, wo fängt man an? Wir fangen natürlich beim Zentrum der Stadt Köln an, nämlich dem Dom. Und hier sehen wir mal eine Aufnahme, die ich gemacht habe mit der Super-Weitwinkelkamera, weil normalerweise kann ich von der Position, wo ich jetzt hier stehe, den Dom nicht voll erfassen mit einer normalen Kamera. Und das geht auch mit einer, ja, Systemkamera nicht, zumindest nicht, wenn ich nicht ein super-weitwinkliges Objektiv dran habe. Und in dem Fall kann ich das mit dem Huawei P30 durchaus machen. Ihr seht, es ist natürlich so ein bisschen was verzerrt. Es verzerrt so ein bisschen. Ich gehe mal hier mal auf Informationen. Da sieht man, in welcher Megapixel-Auflösung das Ganze aufgenommen worden ist mit 16 Megapixeln. Was für eine Verschlusszeit wir hatten, was für eine Fotolänge, ISO und weitere Informationen. Und wenn ich mal in die 100%-Ansicht gehe, sehen wir, ja, es fällt an den Ecken schon zusammen. Da sehen wir eben, dass es eben sehr soft wird. Und es ist natürlich auch hier verzerrt. Aber das haben wir bei allen Kameras, auch bei den nicht super weitwinkligen Kameras, haben wir dieses Verzerrmuster. Das sieht man jetzt auf dem Kopf.
des Kollegen hier. Und natürlich, je mehr wir zur Mitte kommen, desto mehr sieht es dann in Ordnung aus. Aber auch von der Schärfe her ist es dann durchaus okay. Und ja, das ist halt eben ein Modus, wo man nicht in die 100%-Ansicht reinzoomen möchte, sondern tatsächlich das ganze Bild so anschauen möchte auf dem Handy selber oder eben auf dem ganz normalen Display. Machen wir mal weiter und testen wir mal den Zoom. Das ist jetzt hier eine Zoomstufe auf der Domplatte gezoomt, 4711. Ich zeige es euch mal. Hier stand ich. Das ist jetzt das Standard, also nicht das weitwinkligere Objektiv, super weitwinkligere, sondern das Standard, die Standardbrennweite, die ich hier habe. Und jetzt zeige ich euch mal, in dieses 4711 kann ich tatsächlich reinzoomen. Das ist jetzt hier ein wenig reingezoomt. Hier haben wir jetzt das dreifache reinzoomen, das fünffache reinzoomen und ihr seht, es sieht immer noch im fünffachen reinzoomen sehr gut aus. Wenn ich hier mal in die 100%-Ansicht gehe, man kann wunderbar viel erkennen noch in Sachen Details hier hinten zum Beispiel. Und ich kann natürlich noch näher rangehen, wenn ich denn möchte, aber das macht weniger Sinn, da kommen wir gleich ja nochmal zu. Kommen wir mal zu dem kleinen Stadtrundgang, den ich so durch Köln machen möchte und euch die Brunnen so ein bisschen vorstellen möchte. Oder in dem Fall die Fontäne, das ist die Domfontäne, soweit ich das verstanden habe. Die steht also direkt am Kölner Dom. Und wir sehen im Hintergrund auch hier schon, wenn ich in 100%-Ansicht gehe, sieht man es auch, hier befindet sich ein Brunnen. Und den schauen wir uns gleich nochmal an. Aber zunächst einmal, neben diesem Brunnen ist hier auch nochmal für den Weltjugendtag die Übergabe von dem alten Papst an den neueren Papst. Die Übergabe des Symbols für den Jugendtag, weil halt der alte Papst das Ganze nicht mehr erlebt hat und der neue Papst dann das ganze Ruder übernommen hat, im Grunde genommen von diesem Jugendtagschiff. Schauen wir uns den Brunnen selber an. Wir können so gute, ja, Shots machen wie hier, wo eben das Wasser sich bewegt und der Löwe dann trotzdem natürlich dann hier in dem Fall stillsteht. Solche Shots sind also relativ einfach möglich. Ich habe nichts geändert an diesem Shot im Grunde genommen. Ihr seht, ISO ist 64, die normale Fotolänge ist drin. Ich glaube, es ist sogar ein bisschen reingezoomt. Das ist der dreifache Zoom, den ich hier benutzt habe. 10 Megapixel werden mir hier angezeigt. Und wenn mir 10 Megapixel angezeigt werden, heißt es, nein, es ist nicht der Dreifachzoom, sondern es ist wahrscheinlich der Standard, das Standardobjektiv, weil es halt eben von 40 runterrechnet auf 10, um halt Pixel zusammenzufassen und dadurch weniger Rauschen zu erzeugen. Hier sehen wir den Bokeh-Modus der Kamera, den man hier auch wunderbar einsetzen kann. Ich habe also jetzt hier tatsächlich nur den Bokeh-Modus eingeschaltet. Ihr seht, der Hintergrund wird unscharf, wie man das von Spiegelreflexkameras kennt, digitalen oder auch den Systemkameras. Und hier der Löwe ist wunderbar scharf. Das Wasser ist halt auch wunderbar blurry, wie man es sehen kann. Also die Erkennung funktioniert im Großen und Ganzen auch wunderbar. Das ist also der Springbrunnen im Grunde genommen, der am nächsten dran ist am Dom. Kommen wir mal, also so sieht er nochmal in der Gänze aus. Na gut, oben ein bisschen abgeschnitten. Kommen wir mal zum nächsten. Das ist der Heinzelmännchenbrunnen. Der befindet sich so ein bisschen, gehen wir mal zwei Bilder zurück. Wenn man hier entlang geht, hier wo die Leute la lang gehen, wenn man hier entlang geht, geht es eine kleine Treppe runter und dann geht es rechts. Und dann kommt man zum Heinzelmännchenbrunnen. Warum heißt der Heinzelmännchenbrunnen? Ja, weil dort die Heinzelmännchen zu finden sind, die, wie man hier sehen kann, wunderbar am Arbeiten sind. Und das sind im Grunde genommen die, die die ganze Arbeit verrichten in Köln. Also wenn die Arbeit getan wird über Nacht und keiner weiß, soll es gewesen sein, dann waren es wahrscheinlich die Heinzelmännchen. Und hier ist eben der Heinzelmännchenbrunnen und wir können hier die einzelnen Heinzelmännchen wunderbar erkennen in diesem Schnappschuss. Und ja, das ist um die Standardkamera und ich kann natürlich dann auch hier in die dreifache Zoom-Ansicht reingehen und da sieht man, das ist das, was das Huawei P30 ziemlich, ziemlich interessant macht für die Leute, die halt eben Touristen sind und Fotos schießen wollen. Es kann wirklich sehr, sehr gut Bilder schießen und gerade für diesen dreifache Zoom ist so meistens das, was man so als Tourist braucht. Fünffach ist ein bisschen was zu viel, wie beim P30 Pro, aber dreifach ist meistens das, was man so gebrauchen kann, um solche Schnappschüsse hier schießen zu können. Und dann sehen wir hier die Dame in ihrer vollen Pracht mit relativ guten Details. Dann können wir weiterschauen. Hier sehen wir dann auch nochmal, das ist glaube ich jetzt sogar der fünffache Zoom, das heißt der Hybrid-Zoom.
Nicht nur dreifach, sondern fünffach. Ja, es wird schon ein bisschen was unschärfer an der einen oder anderen Stelle, weil hier zusammengerechnet wird, aber trotzdem immer noch relativ scharf. Das gleiche sehen wir hier. Wir können also die einzelnen Figuren erkennen, wunderbar, auch in der 100% Ansicht. Und ja, das also wirklich eine gute Sache. Hier nochmal der dreifache Zoom. Der dreifache Zoom hat den großen Vorteil, ja, ich spreche eigentlich immer von Zoom, aber im Grunde genommen ist es die dreifache Linse im Grunde genommen, die einen dreifachen Zoom erzeugt, also eine Festbrennweite hat, die einfach dreifach zoomt im Vergleich zum normalen. Sie hat den großen Vorteil, dieser dreifache Zoom macht natürlich auch Sinn, weil man das Handy nicht so ruhig halten kann, dass man nicht verwischt, dass natürlich hier in dem Fall dann auch ein Bildstabilisator mit eingebaut ist. So, wir geben uns mal weiter und schauen uns dann, gehen wir mal so ein bisschen runter und schauen uns dann hier zum Beispiel das Denkmal von Josef Kardinal Frings an. Das ist ein berühmter Kardinal in Köln. Der war Erzbischof von Köln 1942 bis 1969 und er hat in der großen Hungersnot das sogenannte Fringsen erlaubt. Es wurde darunter halt dann eben genannt. Das heißt im Grunde genommen, dass die Leute, wenn sie halt eben großen Hunger haben, auch ohne Strafandrohung und ohne, dass die Kirche das verfolgt hat, dann ihren Hunger stehlen durften. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und also Brot und Essen halt klauen durften. Und das wurde dann unter Fringsen zusammengefasst. Das wurde also vom Kardinal nicht verurteilt, sagen wir mal so. Deshalb wurde er ziemlich berühmt, aber natürlich auch, weil er sehr beliebt war, ein Mann vom Volke im Grunde genommen. Und ja, deshalb steht auch ein Denkmal in Köln für ihn da. Und aus irgendeinem Grund sind an dem Denkmal dann auch am Baum irgendwelche Toilettenpapierrollen oder sowas angebracht. Ich weiß nicht warum. Falls es einer weiß, kann es mir erklären. Oder sollte es mir erklären, was das auf sich hat oder ob da gerade einer nur eine Party geschmissen hat. Aber ich glaube, das ist jedes Jahr immer noch da. Es verschwindet also nicht so schnell. So, jetzt sehen wir hier nochmal den dreifachen Zoom. An der Spitze sehen wir ein Karnevalistenbaby. Hat damit zu tun, das ist der sogenannte Faschingsbrunnen. Und warum der Faschingsbrunnen heißt, weiß ich nicht ganz genau. Eigentlich müsste der Karnevalsbrunnen heißen, weil wir ja Karneval feiern. Und hier sehen wir die Standardgeschichte wieder nochmal, Standardaufnahme. Und da sehen wir hier die einzelnen Figuren um diesen Brunnen herum. Wunderbar im Detail auch erkennbar. Und wir können natürlich dann auch den Blurry-Modus anmachen. Und wenn wir diesen Tiefe-Unschärfe-Effekt haben wollen, dann wird das natürlich noch ein bisschen was besser. Und die Erkennung ist auch relativ gut, wie man sehen kann. Also der Hintergrund ist ausgeblendet. Hier das auch wird langsam unscharf, blendet so ein bisschen raus. Hier oben erkennt man noch teilweise, dass er sich ein bisschen unsicher war und ein paar Sachen noch ja, etwas zu scharf drin gelassen hat. Aber insgesamt macht das doch einen guten Eindruck. Auch eben dieser Blendenmodus, so heißt er, glaube ich. Hier sehen wir den dreifachen Zoom noch einmal. Und da können wir sehen, dass wir auch einzelne Details dann wunderbar abbilden können. Und wenn wir da mal reingucken, sehen wir auch die einzelnen ja, Macken an diesem Brunnen, an diesem Denkmal im Grunde genommen. Und ja, jetzt nochmal der Test. Das ist jetzt hier, sehen wir den Brunnen. Jetzt ist das die andere Seite. Hier wird gerade gebaut, wie in Köln natürlich üblich ist. Da wird immer gebaut. Aber jetzt sehen wir hier die Kirche. Das ist St. Großmartin, soweit ich weiß. Und da haben wir einen freien Blick drauf. Das wird in Zukunft nicht mehr der Fall sein. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall einen freien Blick drauf. Und da möchte ich so ein bisschen zeigen, das ist jetzt die Standard-Cam. Nee, das ist die weitwinklige Cam. Also der weitwinklige Sensor. Das ist der Standardsensor, der ja schon ein bisschen näher rangeht. Und wenn wir da mal in die 100% Ansicht sehen, sehen wir ein deutlich detaillierteres Bild. Und wir können natürlich dann auch nochmal in die dreifachen Zoom-Modus reingehen. So sieht der dreifache Zoom-Modus aus. Das erste, was wir erkennen, es wird ein bisschen was dunkler, hat damit zu tun, dass hier nicht irgendwie das auf einmal dunkler geworden ist, sondern weil die Blende einfach ein bisschen was geringer ist bei dem Zoom-Objektiv. Und wenn wir da mal in die Detailansicht, die 100% Ansicht reingehen, da sehen wir, wir können wirklich tatsächlich auf den einzelnen Ziegeln hier Umrisse erkennen. Wir können bei den einzelnen Figürchen tatsächlich ein paar Details erkennen schon. Und das ist schon recht beeindruckend, dieser dreifache Zoom. Aber es geht natürlich noch eine Nummer härter. Das ist jetzt der fünffache Hybrid-Zoom. Der benutzt also den 40-Megapixel-Sensor plus den dreifachen.
Zoom des Sensors, um hier noch mehr rauszuholen. Und wenn wir da in die 100% Ansicht reingehen, okay, zugegeben, man erkennt, dass es schon ein bisschen was Digitales ist, nicht mehr ganz so klar, aber man kann an den Figürchen noch mehr erkennen. Hier den Stock und den Hut, er sieht aus wie so ein Bischof. Also die ganzen Figürchen kann man deutlich besser erkennen. Und es geht natürlich noch eine Stufe härter, aber das habe ich nicht gemacht. Ich bin weitergegangen. Wir kommen gleich nochmal zu den härteren Stufen. Weitergegangen zum Ostermann, Willi Ostermann Brunnen. Willi Ostermann, großer Karnevalist in Köln. Und der hat eben auch einen eigenen Brunnen spendiert bekommen, der so ein bisschen versteckt ist, muss ich ganz ehrlich sagen, in so einer Zwischengasse. Und es ist ein bisschen was schwer, den zu finden. Es gibt aber auch eine kleine Beschilderung, wenn man vom Altermarkt kommt, wo man das dann sehen kann und wo man dann sich das Ganze anschauen kann. Und von den Details her sehen wir an dem Brunnen auch wieder, ja, die Zeit nagt so ein bisschen an den Figürchen. Und das kann man hier wunderbar erkennen. Man kann die einzelnen Löcherchen erkennen, die Poren erkennen und natürlich die einzelnen Details erkennen. Das jetzt hier mit der Standard, Kamera aufgenommen, mit dem Standardobjektiv aufgenommen. Das ist jetzt der Weitwinkel. Und Weitwinkel können wir den ganzen Brunnen quasi erfassen. Das ist also auch eine wunderbare Geschichte. Und gerade bei solchen kleineren Plätzen macht eventuell so ein Weitwinkel auch Sinn. Und wenn man halt eben etwas erfassen möchte, wenig Platz hat, also um dann zurückzugehen und quasi rauszuzoomen, hilft dieser Weitwinkel ziemlich gut. Und jetzt in dem Fall macht er auch eine ordentliche Aufnahme von diesem Brunnen. Wir können die Details wunderbar erkennen. Hier, wenn in Colonia der Karneval beginnt, steht drauf. Also das ist wunderbar erkennbar. Und wir sehen halt eben diese Karnevalfiguren ohne großartige Probleme. Wir können ein bisschen von der Umwelt mitbekommen. Hier steht also ein Baum an der Seite irgendwo. Hier hinten ist ein Restaurant. Das sieht man jetzt hier. Leute, die hier entlang gehen und so weiter und so fort. Also das ist schon wirklich richtig gut gelungen mit dieser weitwinkligen Kamera. Das ist der dreifache Zoom. Da können wir auch nochmal sehen. Ja, das funktioniert auch gut und ich kann jetzt mal hier auch reinzoomen in die 100% Ansicht. Da sehen wir, ja, da sind super Details erkennbar. Das ist wirklich relativ scharf auch und detailreich. Das ist für so eine Kamera sehr, sehr beeindruckend, muss man ganz ehrlich sagen. So klein und fein und ohne, dass es halt eben ein Zoom-Objektiv hat, was irgendwie rausfährt, ist das wirklich schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, das noch einmal mit der Standardkamera aufgenommen, mit der standardweitwinkligeren Kamera aufgenommen. Nur mal zum Vergleich von anderen Seite jetzt mal so ein bisschen oder von anderen Blickwinkeln mal so ein bisschen. Dann gehen wir mal weiter zu Tünnes und Schäl. Tünnes und Schäl, wer das nicht weiß, sollte auch mal nachgoogeln. Das sind so die, ja, Witzfiguren von Köln, könnte man sagen. Der eine so ein bisschen dick und blöd und der andere ein bisschen doof. Und ja, die Figuren Tünnes und Schäl auch wunderbar jetzt hier mit der, das ist die dreifache Zoom-Kamera-Stufe. Da sehen wir auch, ja, Tünnes und Schäl. Wunderbar, auch ohne Probleme aufzunehmen das Ganze. Und dank eben dieser Zoom-Stufen hat man die Möglichkeit, entweder näher ranzugehen, falls man einen bestimmten Bildausschnitt haben möchte, oder man halt einfach mal reinzoomen zu können und dann halt eben wunderbar dann auch die Details sehen zu können in den Augen, beispielsweise die dicke Nase und auch hier die einzelnen Kratzerchen an der Figur selber wunderbar erkennbar und auch an der Seite noch der Rand wunderbar, die andere Figur wunderbar erkennbar. Das ist schon Spitzenklasse. So sieht das Ganze dann aus, so sehen die zwei Figuren aus. Ihr seht, hier gibt es einen Eingang wieder natürlich, um was trinken zu können in Köln. Wie könnte das anders sein? Es ist ein bisschen abseits, so die zwei Denkmäler oder das Denkmal hier, Tinnes und Schäl. Aber ja, dennoch ziemlich gut. So, jetzt kommen wir mal zu dem Test mit der super, super Zoom-Stufe, weil ihr könnt natürlich neben dem dreifachen optischen Zoom, dem fünffachen hybriden Zoom natürlich auch digital weiter zoomen. Zehnfach, 15-fach, glaube ich, bis sogar 30-fach insgesamt. Und das habe ich jetzt hier mal gemacht. Wo bin ich? Ich bin auf dem Altermarkt und schaue auf den auf das Rathaus von Köln und habe dann einfach mal gesagt, boah, ich zoome mal rein. Das ist jetzt der dreifache Zoom. Ihr seht, es wird wieder ein bisschen was dunkler durch die geringere, durch die höhere Blende. Jetzt sind wir im Fünffachen. Und jetzt habe ich mal gedacht, ha, ich bin ganz crazy, ich zoome mal 15-fach rein und das ist jetzt 15-fach.
Und ihr seht, es wird schon ziemlich matschig. Und wenn ich mal in die 100% Ansicht gehe, da sehen wir, ja, ziemlich matschig. Aber ich kann hier immer noch wunderbar die Uhrzeit ablesen. Und wenn man mal überlegt, ich stand hier. Na gut, ich habe mich ein bisschen was gedreht. Ich stand hier und habe dann volle Kanne reingezoomt und konnte dann die Uhrzeit so ablesen mit dieser Figur hier. Und sogar noch besser, wenn ich ein bisschen was rauszoome, das ist jetzt zehnfacher Zoom. Seht ihr, es wirkt ein bisschen was besser, wenn ich in 100% Ansicht gehe. Es ist immer noch sehr matschig, aber es wirkt in dieser Ansicht doch durchaus besser. Und ich würde sogar sagen, unter Umständen in dem Fall könnte ich dieses Bild sogar noch behalten mit dem zehnfachen Zoom, auch wenn es schon hart an der Grenze ist. Und das ist das Tolle von dieser Kamera, von diesem Kamerasystem. Das ist übrigens jetzt voll reingezoomt. Falls ich wirklich die Uhrzeit nicht ablesen konnte, geht das hier mit dem 30-fachen Zoom wunderbar. Das ist auch wieder der 30-fache Zoom, der soll einfach nur zeigen. Man kann sogar die einzelnen Figuren darauf zoomen, aber wenn ich jetzt mal in die 100% Ansicht gehe, sehen wir, das ist alles schon unscharf und da fehlen so ein bisschen die Details. Trotzdem ist das schon sehr beeindruckend für so eine Smartphone-Kamera, wenn ich mir überlege, dass es sehr kompakte Kameras gibt mit einer die Super Zoom Objektiv. Also es gibt da ein paar so Sony-Kameras, HX60, HX90 und ich glaube, gibt es sogar einen neuen Nachfolger, HX99, irgendwie sowas, die ein 30-faches Zoom-Objektiv haben, das dann auch wirklich ausfährt, die können bei dem 30-fachen Zoom nur, ja, sagen wir mal, in Nuancen ein besseres Bild liefern, obwohl es nicht digital gezoomt wird. Klar, es wird deutlich besser sein als das hier vom Kontrastverhältnis her, aber trotzdem, selbst so ein Super-Zoom-Objektiv in einer schmalen, kompakten Kamera schafft es nicht, ein um Welten besseres Bild zu leisten, sondern nur in Nuancen ein tatsächlich besseres Bild zu leisten. So, das ist jetzt ein weiterer Brunnen am Altermarkt, den man sich anschauen kann. Und ich habe jetzt hier im dreifachen Zoom mal auf diese Dame gezoomt mit dem Schild. Und so sieht das Ganze aus. Von dort habe ich das ganze Bild aufgenommen. Wenn ich mal in die 100% Ansicht gehe, sehen wir hier, das habe ich reingezoomt. Ich glaube, es ist sogar nicht nur dreifach, sondern sogar fünffach, wo ich reingezoomt habe. Ja, fünffach habe ich hier reingezoomt. Und wir sehen, es ist heller geworden. Warum ist es heller als bei dem Bild? Hier ist es einfach nur kontrastreicher, das Bild, weil es halt eben mit dem Standard Kit, mit dem Standardobjektiv gemacht wurde. Und wir sehen die Leute, die da sitzen. Und bei dem fünffachen Hybrid-Zoom wird halt eben das Bild aus mehreren Kamerasystemen kombiniert miteinander und dann wird eben Weißabgleich geändert auch. Das sorgt halt eben dafür, dass es nicht ganz so kontrastreich wirkt, aber man trotzdem die Details noch erkennen kann. Wir sehen, ist ein bisschen was unscharf, wenn man in 100% Ansicht reingeht, aber dennoch eine gute Geschichte. Und das jetzt hier der dreifache Zoom. Wenn wir da mal reingucken, sehen wir, das ist alles schön scharf. Da können wir die Helferlein erkennen. Und das jetzt hier auch. Ich glaube, das ist der normale Blickwinkel. Und da sehen wir nochmal, wem dieser Brunnen dann geschiftet ist. Und ja, wir sehen auch von den Details her, diese 40-Megapixel-Kamera, die dann runterrechnet auf 10 Megapixel, ist schon wirklich sehr beeindruckend. Wir können natürlich auch weiter weggehen mit dem weitwinkligeren, um dann noch mehr Sachen zu erfassen und fast den ganzen Brunnen zu erfassen. Und wenn wir da mal reinzoomen, sehen wir, es ist schon künstlich nachgeschärft so ein bisschen. Man kann aber immer noch alles lesen. Zu den Seiten hin wird es natürlich dann so ein bisschen was Software. Aber immer noch durchaus erkennbar und lesbar, wie man hier sehen kann, die Zeitreise im alten Köln. Oder sowas steht da. Im alten Köln hätte müsste es heißen. Naja. Und natürlich der dreifache Zoom, der darf nicht fehlen. So sieht er aus. So kann ich also wirklich reinzoomen hier auf dieses, was ist das, ein Fisch, gehe ich mal von aus. Und ich kann sogar in die 100% Ansicht reingehen und dann sehen wir noch mehr Details in diesem Denkmal und das ist wirklich grandios gemacht. Ja, natürlich darf auch Kaiser Wilhelm nicht fehlen, der hier auf seinem Pferd rumreitet. Da gibt es halt eben auch mehrere Bilder, mehrere Denkmäler auch von und Bilder, die man schießen kann. Und von diesem Blickwinkel aus habe ich nochmal die Zoom-Kamera getestet. So sehen wir,
dann auch noch mal eine Besonderheit, die auftritt, wenn man hineinzoomt oder wenn man eben den dreifachen Zoom benutzt. Ihr seht, es ist jetzt hier aufgenommen mit dem Standardobjektiv und wir sehen einen wunderbaren HDR-Effekt, also die Wolken nicht zu hell, sondern tatsächlich ein bisschen bläulich und wir sehen St. Großmartin hier noch einmal, der Kirchturm und das Rheinufer so ein bisschen im Hintergrund können wir erahnen. Hier ist der Rhein, hier ist das Ufer. Und hier sind so ein paar Grünanlagen. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Wenn ich aber jetzt hineinzoome, werden wir eines erkennen. Zum einen wird es dunkler, dadurch, dass die Blende ein bisschen was geringer ist. Zum anderen ist aber auch der HDR-Effekt weg. Also ich habe durchaus gemerkt, dass wenn man den Zoom-Effekt oder das Zoom-Objektiv benutzt, den Zoom-Sensor benutzt, dass dann der HDR-Effekt flöten geht unter Umständen. Nicht immer, das ist mir auch aufgefallen, aber teilweise doch flöten geht. Hat vielleicht auch mit der geringeren Blende zu tun, ich weiß es nicht, aber er geht auf jeden Fall flöten. Was haben wir dann ansonsten? Wunderbare Details wieder, auch bei diesem dreifachen optischen Zoom erkennbar hier ohne großartige Probleme. Wir können natürlich noch mehr reinzoomen, das ist jetzt der fünffache Hybrid-Zoom und dann wird es ein bisschen was Software. Aber der Kirchturm ist wunderbar erkennbar. Die einzelnen Details hier auf der Spitze sind erkennbar. Und wir sehen hier auch teilweise noch Details, die erkennbar sind. Es ist natürlich hier im Mauerwerk nicht mehr allzu viel in Details zu erkennen. Aber das ist schon für so eine Smartphone-Knipse sehr, sehr beeindruckend. Noch einmal das Ganze, diesmal von der Rheinseite, von der Dom, vom Dom quasi auf die Hotels. Und da können wir mal in 100% Ansicht reingehen. Können wir ahnen, dass das für ein Hotel ist, aber um das natürlich noch besser zu sehen, können wir natürlich auch komplett nochmal den dreifachen Zoom verwenden. Da können wir es jetzt schon sehen, das Hyatt. Wenn wir es aber immer noch nicht sehen können würde, könnte man auch noch mehr reinzoomen. Das ist der fünffache Hybrid-Zoom. Und jetzt kann man sogar lesen: Hyatt Regency steht da. LVR-Turm. Leute auf dem Turm oben erkennbar. Und wir können natürlich noch mehr reinzoomen. Das ist jetzt, glaube ich, der maximale Zoom von 30-fach. Und da sehen wir, ja, das ist schon immer noch gut lesbar. Aber wenn wir da mal reinzoomen, das ist also schon matsch. Sehr, sehr matschig. Können wir natürlich auf die 10-fache Zoom-Geschichte gehen, wo ich gesagt habe, das ist so maximal am sehr Rand des Erträglichen. Oder das hat schon die Schmerzgrenze gerade so überschnitten. Wo ich sagen würde, das 10-fache, ja, das kann man noch für so einen Schnappschuss dann mit für ein Smartphone noch verwenden. So sieht es nicht sehr gut aus, so ist es noch, ja, annehmbar, hinnehmbar, ein bisschen gerade über der Schmerzgrenze. Kommen wir mal zu den Videos. Hier sehen wir wieder einen Brunnen. Das ist eine Slow-Motion-Aufnahme. Slow-Motion-Aufnahmen werden in 720p gemacht mit 960 Bildern pro Sekunde. Und hier sehen wir jetzt mal, das sieht schon ziemlich soft aus. Warum ist das so soft? Ist auch eine Slow-Motion-Aufnahme. Das ist aber eine Slow-Motion-Aufnahme mit dem Superweitwinkel. Und das wirkt dann schon sehr, sehr soft, muss man ganz ehrlich sagen. Die Details sind hier in den Figuren auch verloren gegangen. Das ist so ein bisschen schade. Das heißt, wenn ihr super Slow-Motion-Aufnahmen machen wollt, macht das mit der Standard-Cam oder eventuell mit dem dreifachen Zoom. Das klappt besser. Natürlich können wir auch Timelapses machen, also Zeitrafferaufnahmen, wie ich hier jetzt hier ein paar Sekunden rumstand und dann mal einfach die herausfahrenden und hineinfahrenden Züge zum Kölner Hauptbahnhof aufgenommen habe. Das klappt also auch wunderbar. Und dann sind wir eigentlich schon bei dem Rundgang durch Köln fertig. Es gibt aber einen kleinen Bonus noch. Ihr seht, 4 Tage später war ich auch nochmal auf Achse und habe dann auch nochmal was fotografiert, auch in Köln. Teilweise ja, auch in Köln. Und kann euch auch noch mal ein paar Fotos zeigen, die ich gemacht habe. Hier beispielsweise im Grüngürtel gemacht. Da sehen wir den Fernsehturm und wir sehen wunderbar HDR und wunderbares Wetter. Der HDR-Effekt hier mit der Standardgeschichte aufgenommen. Ich kann natürlich wieder reinzoomen. Das ist jetzt der dreifache Zoom, Hybrid-Zoom. Das wird alles wieder dunkler und der HDR-Effekt ist verloren gegangen. Das also wirklich nur noch mal, um es zu zeigen, dass eben beim dreifachen Zoom man damit rechnen muss, dass natürlich dann auch Sachen verloren gehen. Fünffacher Zoom ähnlich. Und das ist jetzt, glaube ich, schon ein 10-facher Zoom, um den Fernsehturm erkennen zu können. Da können wir jetzt die einzelnen Antennen erkennen auf dem Fernsehturm. Wir sind schon sehr nah dran, aber näher möchte man da wirklich nicht rangehen. Dann ein schöner weiterer Effekt, den ich hier versucht habe, so ein bisschen einzufangen, ist, wenn man den Weitwinkling
die weitwinkligere Kamera benutzt, kann man sehr, sehr nah an Objekte herangehen und weiterhin auch fokussieren. Und wenn ich jetzt mal in die 100%-Ansicht gehe, sieht man das. Also auch makroähnliche Aufnahmen sind hier durchaus möglich. Ich weiß, Makro wäre 1 zu 1, ist in dem Fall kein 1 zu 1, aber trotzdem kann ich ziemlich nah rangehen und Details von dieser Blume beispielsweise sehen. Und das geht mit dieser weitwinkligen Kamera ziemlich gut. Da kann ich also ziemlich nah dran, um die Details erfassen zu können. Das ist also auch ein sehr, sehr gelungenes Feature des P30, und das ist natürlich auch beim P30 Pro der Fall. Hier nochmal, auch nochmal zu zeigen, das ist jetzt hier die weitwinkligere Kamera. Die hat, wie ihr sehen könnt, auch HDR-Effekt. Das klappt also auch mit der weitwinkligeren und dem HDR-Effekt. Das ist die Standardobjektiv. Und das ist jetzt ein bisschen, das ist jetzt dreifache Zoom, und da sehen wir es wieder was dunkler und der HDR-Effekt ist flöten gegangen. Das heißt, aus irgendeinem Grund klappt dieser HDR-Effekt mit dem Zoom nicht ganz. Aber wir können auch wieder hier den Fernsehturm sehen und da ein bisschen reinzoomen, fünffach und zehnfach sogar, um Details zu erkennen. Hier nochmal ein Zoom-Test. Das ist jetzt eine Strecke auch in dem Grüngürtel. Da kann man Fahrradfahren, glaube ich, lernen. Also so ein kleiner Parcours, der hier aufgebaut ist für Kinder, die dann Fahrradfahren lernen, die ganzen Verkehrszeichen lernen und so weiter und so fort. Und weil wir gerade Osterzeit gehabt haben, habe ich einen Frosch fotografiert. Ne, ich dachte, es sei ein Osterhase. Naja, ich habe also durch diese Gitter hindurch, seht ihr hier, einfach mal rumexperimentiert mit dem Zoom und habe dann jetzt hier eine Zoomstufe erreicht, um den Frosch wirklich sehen zu können. Hier hinten seht ihr noch ein Fahrrad auf einer Stange, glaube ich. Und ja, verschiedene Blickwinkel ausprobiert, verschiedene Zoomstufen ausprobiert. Das geht also auch alles. So, was ich ganz zum Schluss noch gemacht habe, sind Innenaufnahmen im ja, schummrigeren Licht. In dem Fall war einfach nur eine Lampe an. Und ich habe mein R2D2 abgebildet mit der Standardcam, und wir sehen, ja, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Es ist dieser Blurry Background drin, das heißt, ich habe den Blendenmodus verwendet. Und Makroaufnahmen gelingen auch, in dem Fall sogar mit der Standardcam, die ich hier benutzt habe, nicht die weitwinkligere Cam. Und ja, jetzt dieses kleine Auto, da können wir die einzelnen Staubkörner erkennen. Das ist also wunderbar gemacht. Im 100%-Ansicht können wir hier sogar den Riss erkennen. Also da ist ein bisschen was kaputt gegangen an diesem kleinen Plastikautochen. Das habe ich mit bloßem Auge gar nicht gesehen. Erst als ich hier das Foto gemacht habe, ist mir das aufgefallen. Und da sieht man, man kann auch damit wunderbare Aufnahmen, Nahaufnahmen, makroähnliche Aufnahmen dann gestalten. Also, mein Fazit zum allerersten Teil, den ich jetzt hier gezeigt habe mit ein paar Bildern und Impressionen zum P30. Das ist wirklich eine wirklich richtig tolle Kamera, Reisebegleiter, ideal. Also wer vorher immer mal eine Reisekompaktkamera mitgenommen hat, ja, ich hatte meine XT20 auch bei einer Reise dabei, habe ich nicht großartig benutzt, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern bin also habe wirklich hier dieses P30 dann benutzt, und die Kamera, weil ich so begeistert war von den Bildern, die ich hier geschossen habe. Ich habe die Grenzen ausgelotet, das heißt, wie gesagt, fünffacher Hybrid-Zoom ist noch okay, wird aber schon ein bisschen soft. Danach geht es an die Schmerzgrenze, bis zum zehnfachen Zoom ist schon weit über Schmerzgrenze, oder ist ja ein bisschen was über die Schmerzgrenze, und alles darüber ist einfach nur noch Matsch und ein nettes Gimmick, aber nicht wirklich zu gebrauchen, was den Zoom angeht. Der super Weitwinkel ist eine tolle Geschichte. Man muss aber damit rechnen, dass nur wirklich das, was in der Mitte ist, auch wirklich scharf abgebildet wird. Der Rest ist so ein bisschen verzerrt und etwas unschärfer. Das haben super Weitwinkel ebenso an sich. Also insgesamt bin ich von dieser Kamera begeistert, und das ist so der erste Teil, den ihr jetzt gesehen habt zur ganzen Geschichte zum Huawei P30. Es wird noch einen zweiten Teil geben. Da werde ich dann nicht Köln besuchen, sondern da werde ich Chongqing und Sanya besuchen. Zwei Städte in China. Das eine so ein bisschen, ja, die Metropole für Cyberpunk, würde ich mal sagen. Zumindest sieht es sehr Cyberpunk-mäßig aus. Und das andere eher ein Urlaubsparadies, wo ich dann auch ein paar Bilder euch zeigen kann, die ich mit dem P30 geschossen habe. Das aber war es erst einmal für den ersten Teil des Kamera-Reviews zum Huawei P30.